Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen YouTube-Reihe mit dem Titel Künstlerkommentar. In jeder Episode teile ich mit euch eine wertvolle Lektion aus meinem Leben, die ich als Künstler gelernt habe und von der ich glaube, dass sie für alle Menschen, nicht nur für Künstlerinnen und Künstler, von Nutzen wäre. In dieser ersten Episode möchte ich darüber sprechen, wie man offen bleibt für das, was man vielleicht noch nicht versteht. Der wahrscheinlich wertvollste Ratschlag, den ich jemals erhalten habe, kam von einem meiner alten Musikdozenten. Er sagte, wir sollen uns alle Genres und alle Musikstile anhören. Besonders die, die man nicht mag, und zwar so lange, bis man etwas an ihnen findet, das man mag. Denn die meisten von uns bevorzugen bestimmte Genres, während wir einige andere vielleicht stark ablehnen. Ich zum Beispiel habe als Teenager Hip-Hop, Reggae und Techno gehasst. Dafür habe ich Metal und Rockmusik geliebt. Und für die meisten von uns ist das wahrscheinlich nur aus sozialen Gründen so. Wir identifizieren uns mit einer bestimmten Subkultur oder Gruppe von Menschen und uns wird gesagt, dass bestimmte andere Gruppen von Menschen der Feind sind. Man sagt uns, was gut und was schlecht ist. Man sagt uns, welche Musik hier willkürliche Beleidigungen einfügen. Es gibt jedoch keinen grundsätzlich schlechten Musikstil. Es gibt nur einige schlechte Künstler oder Musikwerke, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wenn man sich tatsächlich die Zeit nimmt, die Dinge zu erforschen, von denen man glaubt, dass sie einem nicht gefallen, findet man dort vielleicht sogar etwas, das einem wirklich gut gefällt. Ich für meinen Teil hasse heutzutage weder Hip-Hop noch Reggae oder Techno. Tatsächlich sind einige meiner Lieblingsinterpreten aller Zeiten irgendwo in diesem Bereich oder zwischen diesen Genres angesiedelt. Es gibt heute nur noch bestimmte Künstler oder Musikwerke, die ich nicht ausstehen kann und so gut wie alle davon nur, weil sie irgendeine Art von gefährlichen oder hassvollen Ideen ausdrücken oder verbreiten, wie zum Beispiel offen rassistische, sexistische, homo- oder transphobe oder allgemein fremdenfeindliche Texte. Natürlich steht es allen frei, was auch immer zu mögen oder nicht zu mögen. Sogar gefährliche oder hasserfüllte Vorurteile zu hegen gegen das, was sie nicht verstehen. Aber ich für meinen Teil möchte euch alle sehr gerne dazu einladen, mich auf dieser nie enden wollten Abenteuerreise der Selbstfindung und Selbstentdeckung zu begleiten. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr im Prozess zu verstehen und mögen beginnen, was euch einst fremd und anders war. Was sind eure Gedanken dazu? Wollt ihr etwas hinzufügen oder vielleicht möchtet ihr meine Meinung zu etwas anderem hören? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich werde bestimmt allen antworten. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte liked dieses Video und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen möchtet. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag oder Nacht, wo und wann immer ihr seid. Ja, ich denke, das war's dann wohl. Mucho, mucho amor. Bis nächste Woche.